Ich begrüße Sie zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz an diesem vierten Adventswochenende. Jetzt haben wir eigentlich das Wetter, was wir gerne zu Weihnachten hätten. Es liegt zwar nicht überall Schnee, aber es ist ziemlich kalt. Also eigentlich mit Sonnenschein kann man sich das nicht besser vorstellen. Allerdings, wie das immer so ist, wird das Wetter nicht so bleiben. Aber schauen wir jetzt erstmal, was dann in den nächsten Tagen so passiert. Heute war es nicht überall sonnig. Zum Teil hielt sich auch dicker Nebel, dazu die Kälte. Da sehnt man sich schon nach etwas Warmem. Nach einer eisigen Nacht bahnt sich Sonntag eine Änderung an. Ein paar Schleierwolken werden schon Einzug halten bei uns. Es bleibt zunächst noch trocken und immer noch leicht frostig. In der Nacht zu Montag können mit der Warmluft, die sich über die schwerfällige Kaltluft in Bodennähe schiebt, anfangs vielleicht noch ein paar Schneeflocken, aber dann auch Regentropfen fallen. Und da der Boden gefroren ist, kann es gefährlich glatt werden. Auch wenn kein Regen fällt, es neblig ist und die Luft langsam feuchter und milder wird, kann es anfangs noch sehr glatt werden. Und diese Warnung gilt sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger. Man ist schneller mal ausgerutscht, als man so denkt. Erst im Laufe des Montags setzt sich mit mehr Wind und teilweise Regen mildere Luft durch und die Glättesituation dürfte sich langsam entspannen. Vorsicht ist anfangs dennoch geboten. Dazu weht ein stürmischer Südwestwind. Der Dienstag bleibt windig, wechselhaft, zeitweise kann es noch etwas regnen und die höchsten Temperaturen erreichen so 10, 11 Grad. Bis Ende der Woche bleibt es dann ähnlich und nach dem heutigen Stand kann ich den Trend zu Weihnachten mit windig, mild und wechselhaft beschreiben. Aber so ganz entschieden ist das Weihnachtswetter ja noch nicht, aber wir müssen auch jetzt erstmal durch die nächsten Tage kommen, denn wir bekommen ja durchaus auch wieder Glatteissituationen und aber die Kälte, die wir jetzt hatten, die bringt ja auch immer glatte Straßen mit sich. Und wie sieht es denn da bei dir in der Praxis aus, Doc? Macht sich das bei dir auch bemerkbar? Ja, nachdem der Schnee gefallen ist in der letzten Woche, anschließend, da war wirklich einiges los. Wobei ich sagen muss, die meisten Patienten, die ich gefragt habe, wo sie denn gefallen sind, die sind nicht auf dem Schnee ausgerutscht, sondern die haben gekratzt, den Schnee weggekratzt und dann Salz gestreut, so ein bisschen. Dann ist es an manchen Stellen getaut, das ist dann nachts wieder gefroren, sodass die Wege zum Beispiel zum Briefkasten teilweise frei waren und teilweise immer waren dann noch so Flecken auf dem Boden. Und genau da rutscht man dann sehr schnell aus. Und deswegen aufpassen und aufpassen und nochmals aufpassen. Wenn es passiert ist, wenn man also Pech gehabt hat, dann gilt die Pech-Regel. Kennen Sie alle Jahre wieder, aber trotzdem kann man es sehr ruhig wiederholen. P heißt, steht für Pause, also anschließend muss man eine Pause einlegen und dann sich entsprechend verhalten. E steht für Eis, also kalte Wickel auflegen, Eisauflagen machen, da gibt es ja so Kühlelemente. Das ist immer gut zum Abschwellen. Das C steht für Kompression. Das heißt, einen Verband anlegen, oft auch einen Kompressionsverband, wenn zum Beispiel das Bein ist, von der Fußspitze bis zum Knie oder am Arm, Handgelenk ist oder Ellenbogengelenk. Also, das ist die Binde praktisch, die Kompressionsbinde. Und H steht für Hochlagern, damit es in Ruhe abschwellen kann. Man kann auch dann noch ein Schmerzmittel nehmen, aber wichtig ist auch, dass man zum Arzt geht und zum Beispiel zum Hausarzt, zum Chirurgen, zum Orthopäden, ist eigentlich ganz egal, oder in die Ambulanz vom Krankenhaus oder aber, und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, erstmal in die, wenn es am Wochenende ist oder nachts ist, in die ärztliche Bereitschaftspraxis. Die haben wir ja in ganz Deutschland eingerichtet. Das ist die Nummer 116117. Und von dort aus geht es dann weiter. Meistens zum Röntgen. Also bitte nicht das Röntgen verweigern. Es ist also wichtig, dass das Gelenk oder der Knochen, dass der geröntgt wird. Wenn man auf die Hand fällt, das passiert ja ganz häufig, dann gibt es ja oft die Radiusfraktur.
Die muss dann, früher wurde die immer eingegipst, heute wird das operiert. Und glauben Sie da ruhig den Experten, die wissen, was auch die Langzeitergebnisse, die besten Langzeitergebnisse sind. Es geht ja nicht nur um das Zusammenheilen, sondern es geht ja auch darum, dass die Funktion des Gelenks, zum Beispiel die Funktion des Ellbogengelenks, die Funktion des Handgelenkes, dass die wieder gut intakt ist. Bitte nicht wochenlang, tagelang, wochenlang warten und sagen, ach, es wird schon werden. Nein, gleich zum Arzt gehen, gleich die richtigen Schritte einleiten, wie zum Beispiel zum Chirurgen oder zum Röntgen und dann eben selten Gips, muss ich sagen, meistens oder sehr häufig oder halbe, würde ich fast schon sagen, ist dann auch die Operation erforderlich. Im Hüftgelenk ist es oft ein künstliches Hüftgelenk, ein Nagel und was es da alles gibt. Aber bitte, bitte, bitte machen Sie das. Also zuerst die Pech, hat man Pech, dann die Pechregel und dann wirklich die entsprechenden richtigen Schritte einleiten. Jetzt wird es ja nächste Woche wieder wärmer, also schade, mit weißen Weihnachten wird es wohl mal wieder nichts. Aber naja, es ist halt so. In diesem Sinne, machen Sie es gut, eine schöne Woche. Es geht auf Weihnachten zu. Macht es gut und bleiben Sie mir gesund. Tschüss.